Hallo Leute und herzlich willkommen zu dem nächsten YouTube-Video auf meinem Kanal Schachromat. In diesem Video geht es um ein Thema, was für etwas mehr fortgeschrittene Spieler ist. Und falls ihr jetzt schon in das Video reingeschaltet habt und noch bemerkt, dass ihr doch eher ein Anfänger seid, der lieber nochmal die Regeln erklärt bekommen will, dann könnt ihr euch gerne meine ersten Videos ansehen, wo ich euch ganz einfach und schnell erkläre, wie das Schachspielen funktioniert. Und zwar, wie schon gesagt, ist dieses Thema, um was es geht, ein Thema für etwas mehr fortgeschrittene Spieler. Und zwar geht es um meine Lieblingspartiestart, und zwar um die russische Verteidigung. Die russische Verteidigung ist eine überaus solide Schacheröffnung und kann von Schwarz ausgenutzt werden, um weiße Angriffsabsichten schon zu Beginn einer Partie einen Riegel vorzuschieben. Und zwar will ich euch erstmal die Geschichte der russischen Verteidigung erzählen. Sie wurde nach den russischen Schachmeistern Petrov 1794 bis 1867 und Jänisch 1813 bis 1872 benannt. Sie ist allerdings durch ihre Beliebtheit in der aktuellen Weltspitze auch schon weit ausanalysiert und gehört beispielsweise zum Standardrepertoire von Wladimir Kramnik, Michael Adams und Viswanathan Anand und war in dessen aktiver Zeit einer der Hauptwaffen des langjährigen Schachweltmeisters Anatoli Karpow. Jetzt will ich euch erstmal die zwei Hauptzüge der russischen Verteidigung zeigen. Und zwar geht sie los mit den am allermeisten gespielten Zügen am Anfang, und zwar mit E4, E5. Danach folgt von Weiß, auch sehr, sehr oft, der Zug mit dem Springer, und zwar mit dem Angriff auf diesen Bauern hier, auf F3. Und dieser wird sehr, sehr oft von Schwarz mit dem Springerzug auf C6 mit der Verteidigung auf diesen Bauer gemacht. Doch nach diesem Zug bekommt Weiß direkt sehr, sehr viele Angriffsmöglichkeiten, wie zum Beispiel mit dem Läufer hierhin mit Spanisch, hier mit Italienisch oder auch hier mit Schottisch. Natürlich gibt es noch sehr, sehr viele weitere Angriffsmöglichkeiten, die Weiß hier erzeugen kann. Deswegen hat man sich überlegt, in der russischen Verteidigung nicht mit diesem Springer zu ziehen, sondern mit diesem Springer auf F6 zu springen, den Bauern zwar nicht beschützen, sondern aber den entgegengesetzten Bauern, der genau gleich symmetrisch steht, anzugreifen. Nach diesen zwei Hauptzügen, die ich euch jetzt nochmal ganz kurz zeige, gibt es natürlich mehrere Varianten, wie die russische Partie weitergeht. Weiß wird natürlich am Anfang erstmal etwas serviert sein. Und meine Lieblingsvariante, mit der ich schon sehr oft in vielen verschiedenen Partien, sehr oft, egal gegen wen, gegen Freunde, gegen Verwandte, auf Turnieren, im Schachclub oder Online-Schach gegen irgendwelche Leute auf der ganzen Welt gespielt habe und gewonnen habe, ist, wenn dann Weiß sich denkt, man kann den Bauern hier rausschlagen und dann mit dem Springer den Bauern hier rausnehmen auf E5. Und dann gibt es Varianten, man geht dann mit dem Bauern hier hin und greift den Springer an und dann muss er irgendwo hinwegziehen. Und dann kann man mit seinem eigenen Springer hier auch den Bauern rausnehmen. Aber meine Lieblingsvariante ist nicht diese, die spiele ich auch ab und zu. Und meine Lieblingsvariante ist es dann mit der Dame hier rauszugehen auf E7 und sozusagen den Springer hier anzugreifen. Er muss automatisch ihn entweder irgendwie verteidigen oder wegziehen. In dem Fall, wenn er wegzieht, dann kann ich hier mit der Dame sogar direkt den Bauern rausnehmen. Und ich habe dann zwar keinen Bauernvorteil oder keinen Vorteil, aber ich habe sozusagen eine bessere Position hier. Oder wenn dann er den Springer nicht wegzieht, sondern ihn zum Beispiel irgendwie so oder so verteidigt, dann kommt es halt dazu, dass ich diesen Zug noch mache. Und dann muss er halt trotzdem wegziehen, irgendwo hin. Dahin oder dahin. Und dann kann ich ihn trotzdem mit den Bauern rausnehmen. Also ändert das für mich auch nichts. Nun zeige ich euch, wie meine perfekte Variante, wenn sie auch so ist, wie ich sie mir perfekt vorstelle, weitergeht. Natürlich gibt es viele Spieler, die halt nicht so spielen, wie ich mir das denke.
Aber doch, ich würde schon sagen, die meisten spielen es dann so, wie ich mir das dann vorstelle. Und dann kann ich sozusagen schon vorausrechnen, was mein Gegner tun wird. Also, zeige ich euch nochmal ganz kurz. Hier erstmal die beiden Hauptzüge der russischen Verteidigung. Dann wird hier rausgenommen. Angriff mit der Dame. Entweder wird dann hier der Springer beschützt, zum Beispiel so mit einem Bauern oder so. Oder zieht zum Beispiel hier hinweg. Ich nehme hier raus mit einem Schach. Und meistens, also nicht meistens, es muss ja sozusagen der König beschützt werden. Die Dame kann nicht rausgenommen werden. Der König kann nicht wegziehen. Also ist die dritte Variante, mit der man meinen Schach beseitigen kann, irgendwas dazwischen stellen. Meistens sind dann zum Beispiel hier der Springer dazwischen gestellt. Und jetzt kommt ein Zug, den ich sehr, sehr oft mache. Und zwar ziehe ich mich dann zurück mit der Dame hierhin auf das Feld. Weil als nächstes folgt von Weiß sehr, sehr oft hier die kurze Rochade. Und dann habe ich hier direkt sehr, sehr viele Angriffsmöglichkeiten. Zum Beispiel kann ich hier mit den Bauern kurz vorgehen. Dann habe ich schon Angriffsmöglichkeit 1 hier mit dem Läufer oder auch viele andere Varianten. Also wenn meine Lieblingsvariante der russischen Verteidigung perfekt läuft, dann habe ich hier auf jeden Fall einen sehr, sehr schönen Vorteil. Natürlich gibt es auch viele andere Varianten für die russische Verteidigung. Die Variante, die ich euch eben gezeigt habe, meine Lieblingsvariante, ist die Hauptvariante. Es gibt natürlich noch sehr viele Nebenvarianten. Denn bei der Hauptvariante, wie es hier nach den beiden Hauptzügen, direkt mit dem Springer hier der Bauer rausgeschlagen. Doch es gibt viele Varianten, wo das nicht gemacht wird. Häufig kommt dann der Zug hier D3 mit dem Bauern. Man beschützt dann sozusagen hier den Bauern, damit der Springer hier nicht rausnehmen kann. Das ist etwas eine mehr passive Variante, aber auch eine nicht so gute, da man hier für den Läufer direkt den Weg versperrt und damit auch weiter folgend hier die kurze Rochade versperrt. Dieser Zug beschützt diesen Bauern und dann will natürlich Schwarz auch diesen Bauern, auch den eigenen Bauern beschützen. Doch dann sieht man halt nicht so, wie man es hier als Weiß für einen Fehler hält, sondern man zieht einfach hier mit dem Springer raus und beschützt hier den Bauern. Das kann aber trotzdem jeder Läufer nach raus. Weiter können viele verschiedene Sachen folgen, aber auf jeden Fall ist das schon mal für Schwarz besser, weil sozusagen Weiß hier sich den Weg des Läufers versperrt hat und darauf folgend auch die kurze Rochade. Und ich möchte nur noch ganz kurz anmerken, dass mir bewusst ist, dass vor allem bei meiner Lieblingsvariante natürlich nicht alle Züge gespielt werden, so wie ich sie euch gezeigt habe. Es geht mir mehr darum, dass ihr einfach nur seht, die russische Verteidigung und daraus, wenn sie euch gefällt, sie sozusagen spielen könnt und dass ihr einfach nur sozusagen Brocken bekommt und aus denen dann eine sehr coole Partie rauslegen könnt. Und das war's dann jetzt auch schon mit dem Video und mit der russischen Verteidigung. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ja gerne ein Like da lassen und den Kanal Schachromat kostenlos abonnieren. Mit diesem Video habe ich ein neues Thema, und zwar Schacheröffnungen angefangen. Die nächsten Videos werden auf jeden Fall über andere Schacheröffnungen gehen, zum Beispiel Italienisch, Spanisch, Französisch, Schottisch oder auch andere. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, um welche es genau gehen wird, aber wenn ihr einen Wunsch habt, könnt ihr ihn ja gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal.